Da bitte, ein Spucknapf. Zu reizend. Vielleicht gibt er uns ja etwas davon freiwillig. Hallo, Prinzessin. Ja. Ich darf den Kopf des Zombies wohl nicht mitnehmen, oder? Aber natürlich nicht. Er ist eine hart umkämpfte Trophäe. Über eine Viertelstunde habe ich auf das Vieh eingeschlagen, bis ich es endlich besiegt habe. Ich habe mich überhaupt nicht gewehrt. Schweig! Ich habe Schaden an dir gemacht. Viel Schaden. Ich glaube, deinen Haaren tut das Warten hier draußen auch nicht gut. Was? Was? Ist es Spliss? Bitte lass es nicht Spliss sein. Die sind ziemlich staubig und verfilzt. Oh. Hat er deine Bürste? Ja, so geht's. Okay. Was war das eben für ein Kamm? Kann ich mal sehen? Ja, wieso? Oh oh. Was? Hast du eine Ahnung, was so ein Kamm deinem Haar antut? Spliss! Bitte nicht Spliss! Schlimmer, siehst du hier? All die Haare? Der Kamm reißt dir die Haare aus. Oh nein, ich dachte immer, das wäre normal. Normal? Wie kann das normal sein? Schau doch, wie viele Haare das sind und wie wenige du nur noch auf dem Kopf hast. An einigen Stellen schimmert schon die Kopfhaut durch. Wenn ich du wäre, würde ich diesen Kamm nie wieder benutzen. Nimm ihn weg, er soll mir nichts tun. Also gut, ich steck ihn ein. Danke. Okay. Oh. Das ging jetzt dann doch ein bisschen leichter, als ich dachte. Aber wir brauchen irgendwas von seinen Vorfahren. Aber was? Hallo, Prinzessin. Ja? So, nochmal schön Warum den Napf. Warum spuckst du jedes Mal, wenn wir über den Zombie reden? Allein seine Erwähnung lässt meine Galle steigen. Wessen Erwähnung? Die des Zombies. Nur beim Wort Zombie oder auch bei anderen? Nein, nur bei Zombie. Und wenn ich es sage? Was? Zombie. Dann nicht. Aber du hast doch gerade gespuckt. Und so ganz mit Lippensynchron ist es nicht, lieber Entwickler. So, welche Wesen hast du am meisten? Ein untotes Wesen. Ich kenne einen tollen Zungenbrecher. Ja, genug von Zombies. Das reicht, genug von Zombies. Finde ich auch. Das muss man jetzt nicht ausreizen. Ich muss los, Männerkram machen. Wir brauchen Sachen von seinen Vorfahren. Drin. Der Paladin muss noch ein paar Mal reinspucken. Oh, okay. Dann müssen wir wohl durch. Ja. Um nochmal auf das Thema zurückzukommen. Was? Zombies? Genau. Ich wette, diesen Zungenbrecher bekommst du nicht hin. 12 Zombies zwitschern, zöllige Zombie-Zoten zum zwischenzeitlichen Zombie. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Sag mal Zombie. Zombie. Danke. Kannst du mir bei meinem Kreuzworträtsel helfen? Gesucht wird ein untotes Wesen mit 6 Buchstaben. Zombie. Was? Zombie. Bambi? Aber Bambi hat nur 5 Buchstaben und ist gar nicht... Zombie! Bist du blöd? Nein, aber wahrscheinlich nur ein bisschen cleverer als du. Welches Wesen auf dieser Welt hast du am meisten? Nacktmulle. Und dann? Zombies. Das reicht. Genug von Zombies. Finde ich auch. Ich muss los. Männerkram machen. Gut. Ich denke, der Spucknapf müsste jetzt mehr als voll sein. Am Boden hat sich ein kleiner Spuckesee gebildet. Das sollte reichen.
Boah. Boah, nicht mein Deckel. Egal, wo er es jetzt hinsteckt, es kann nur auslaufen. Ein Banner. Das Zeichen darauf könnte das Wappen des Paladins sein. Es zeigt ein Schwert, einen Schild und... rote Slipper? Ein Banner. Ja, ja, ja. Nö. Okay, also mit ihm müssen wir nicht reden. Aber das Ding ist, was haben wir denn von ihm, was... was seine Vorfahren... Na ja, gut, vielleicht ist er der Kamm vererbt. Wir versuchen es einfach mal. Mal gucken, was wir jetzt abgeben können an den Bullen. Ich höre dich. So. Hier habe ich einen Kamm mit einigen Haaren des Paladins. Reichen die? Und ich möchte nicht fragen... nicht, dass du fragst, wo ich hier... Ja. Aber das wird reichen. Ich möchte nicht, dass du fragst, woher ich die hab. Spucke ist die einzige Flüssigkeit, die ich aus dem Körper des Paladins bekommen konnte und die ich angenommen hätte. Spucke ist ausgezeichnet. Was brauche ich nochmal für eine Voodoo-Puppe? Den Trank des Schlafwandelns? Eine Flüssigkeit des Paladins, etwas von einem seiner Vorfahren... einige seiner Haare und etwas von seiner Kleidung. Geht klar. Gut, dann brauchen wir nur noch was von seinen Vorfahren. Bis dann. Möge der Wind dir gewogen sein. Aber wie kriegen wir was von seinen Vorfahren? Das verstehe ich nicht. Ein Tiegel aus dem Schminkset des Schamanen voll mit Tinte oder Tusche oder sowas. Sieht teuer aus. Das ist jetzt echt eine gute Frage. Wo bekommen wir etwas her, was bereits schon seine Vorfahren hatten? Nö. So, okay, also von ihm direkt anscheinend nicht. Ich sehe jetzt hier auch nichts weiter. Den Wimpel, den können wir ja auch nur betrachten. Und wenn das ein Ordenswimpel ist, ist es ja auch nicht von seinen Vorfahren. Ein Banner. Das Zeichen darauf könnte das Wappen des Paladins sein. Es zeigt ein Schwert, einen Schild. Ja, aber wir kommen halt auch nicht dran. Das ist das Problem. Okay, wir hätten ja noch eine Gruft zur Verfügung, aber wer sagt uns, dass das, was in der Gruft drin ist, von den Vorfahren stammt? Na gut. Meine spontane Überlegung, ob wir das... Nee, gut. Das kriegen wir nicht repariert mit Wachs. Wäre auch, glaube ich, reichlich sinnlos gewesen. Das Unterfangen. Was machen wir denn jetzt? Ja, wir fragen die mal. Hey, Gulliver. Ah, der Lebende. Vielleicht nimmt er den Blasebalken ja auch so an. Mal gucken. Nein? Ich muss weiter. Lass dich nicht aufhalten. Die Option hatten wir wohl nicht. Okay, den Blasebalg reparieren. Wir hatten aber nicht viele Optionen. Wir hatten doch nur diese... diese drei... diese drei Orte, oder? Ich schau nochmal runter. Aber halt. Mist, ich wollte ja auf die Gruft drauf gucken. Vielleicht wäre das ja ein guter Hinweis jetzt gewesen. Betrachte das Grab nochmal. Von außen ist nichts Interessantes zu... Ein Grab. Davon gibt es hier eine ganze Menge. Ich wüsste nicht, was an diesem besonders sein sollte. Ja. Okay... Na, ist schon nicht so einfach. Ist schon nicht so einfach. Was? Wir brauchen etwas von dem Vorfahren. Die Urne. Es sind immer noch Urnen mit Wappen, die... Hey, die eine Urne trägt das Wappen des Paladins. Tja.
Das ist schön, es muss wohl sein. Aber ich nehme nur ein wenig von der Asche mit. Die Urne lasse ich hier, aus Respekt vor den Toten. Opa muss Raucher gewesen sein. Ja, es ist... Die Urne, die stach dann doch jetzt ein bisschen ins Auge, muss ich zugeben. Hervorragend. Sehr gut. Dann kriegen wir jetzt zumindest schon mal innerhalb dieser Aufnahme, das machen wir nämlich noch schnell, den Trank und... können zumindest schon mal den Harlekin befreien. Ich höre dich. So. Hier ist etwas Asche von einem Vorfahren des Paladins. Funktioniert die? Wenn sie wirklich von einem Vorfahren des Paladins stammt, wird es gehen. Damit müsstest du alle Zutaten für den Trank haben, oder? So ist es. Tritt zurück. Das ist doch eine Voodoo-Tüte. Er wird es nicht gerne hören, aber er benimmt sich wie ein Voodoo-Priester. Der Trank des Schlafwandelns. Danke vielmals. Du musst nur einen Schluck davon trinken. Anschließend muss der Paladin den Rest austrinken. Paladin-Spucke, ein alter Pompom, pomadige Haare und die Überreste vom Opa. Das kann ja nur gut schmecken. Salzig, mit einem Hauch Minze? Das ist meine geheime Zutat. Besser als erwartet. Danke. So, also wir haben jetzt schon getrunken und jetzt... Bis dann. Möge der Wind dir gewogen sein. Okay, verlassen wir das mal. So, dann drehen wir das dem Paladin jetzt an, aber die Frage ist, wird er es so einfach trinken? Ich glaube, da brauchen wir schon eine geeignete Story, um ihn dazu zu bekommen, dass er das trinkt. Hallo, Prinzessin. Ja? Ich habe hier den leckersten Trank der Welt. Hast du zufällig Durst? Was ist das für ein Trank? Ein neu entwickelter Mana-Trank. Ja? Was ist so neu an ihm? Ja, macht hübsch. Er füllt sich nicht nur mit Mana auf, sondern auch mit Lebensenergie. Er hat eine stark aphrosierende Wirkung. Er hat null Kalorien. Es ist ein Diät-Mana-Trank mit absolut null Kalorien. Tatsächlich? Das ist ja interessant. Es geht ja fast nicht so auf die Hüften wie Mana-Tränke. Sehr viel gut. Zu süß. Und dann wird man ständig genötigt, einen großen zu nehmen, obwohl man eigentlich nur einen kleinen bräuchte. Und genau aus diesem Grund wurde dieser neue Mana-Trank entwickelt. Wie heißt der? Sportdrinks, Mama mag das Mana Mysterium. Mana-Trank Light. Das wirst du nicht glauben. Mana-Trank Light. Wow! Da erkennt man schon am Namen, dass er nicht viele Kalorien ja, hat. Ja, so ist es gewollt. Also schön, gib her. Sehr gut. Ich wusste, ich bekomme über diese null Kalorien. Sehr gut. Willst du ihn nicht trinken? Wieso? Ich habe schon seit Tagen nicht mehr gezaubert. Ich habe volles Mana. Ich dachte mir, jetzt, wo ich dir den neuen Mana-Trank geschenkt habe, könntest du mir vielleicht ein paar Stärkungs- und Schutzzauber verpassen? Buffs? Och nö, ich hasse dieses ständige Gebuffe. Na komm schon, du kannst dann ja auch gleich deinen neuen Mana-Trank ausprobieren. Ist doch ganz egal, null Kalorien. Ach, also gut. Welche Buffs willst du? SDR, SDK, SDW? Sowas kann ich nicht. Ach, was soll's. Ich gebe dir einfach alle. Ach, schrecklich. Danke für die Buffs. Kein Problem. Ich spüre schon, wie... Wow. Unheimlich. Ich bin er. Das ist abgefahren. Und das erste Mal, dass ich ein Kleid trage. Gar nicht so schlecht. Aber gut, keine Zeit zu verlieren. Ich weiß nicht, wie lange die Wirkung des Tranks anhält. Und ich habe noch eine Entschuldigung zu akzeptieren. So, jetzt war ganz schnell da rein, du. Ja, definiere ganz schnell. Zeit für die große Show. Er ist es!
Er ist gekommen, um sich mein untotes Leben zu holen. Nein, ich bin hier, um mir anzuhören, was ihr zu sagen habt. Ich möchte mich entschuldigen. Es tut mir sehr leid, was ich eurer Schwester und euch angetan habe. Das ist, sehr schön. Also gut. Was? Verzeih! Du musst es sagen! Was? Was hast du mit mir gemacht, Teufel? Ich? Gar nichts, Du hast mich verhext! Ich? Also, ja, ganz recht. Ich habe dich verhext. Und ich werde es wieder tun, wenn du mich nicht von diesem Balken befreist. Du kannst mir nichts tun. Hier drin bin ich sicher. Aber ich werde dich finden. Und das nächste Mal lasse ich dich eine Klippe runterspringen. Oh. Ich lasse dich in eine Kneipe gehen und mit dicken Männern unflätige Lieder singen. Ich setze dich in Unterwäsche auf eine Couch und lasse dich Kartoffelchips essen. Oh. Also gut, du hast gewonnen. Ich verzeihe dir. Und hör auf, Untote zu jagen. Schlage nie wieder einem von uns einfach den Kopf ab. Lass uns in Ruhe. Was ist passiert? So, und solange wir nicht da ist, nehme ich natürlich noch Esther mit. Zeit, dich zu deinem Körper zu bringen. Könntest du mir vorher noch diese Raupe aus der Nase holen? Och, natürlich. Nein. Was? Jetzt hast du die mit eingesteckt. Also die Raupe meine ich. Was ist das denn? Hä? NMS? UML? Und Safe. Okay. Also hiermit kann ich was anfangen. SAV natürlich als Safe. UML? NMS. Shit, das ist eine Referenz, die verstehe ich gerade nicht. Da könnt ihr mir eventuell mal helfen. Ruhig mal in die Kommentare schreiben, für was diese Referenz steht. Also das mit dem SAV, das ist mir schon klar, aber das UML oder das NMS, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Gut, da würde ich sagen, wir speichern an der Stelle und ich bin mal gespannt, wann es weitergeht. Aber wir haben heute große Schritte gemacht. Also im Gegensatz zu der letzten Aufnahmesession, wo wir fast anderthalb Stunden damit verbracht haben, das Mastermind-Rätsel zu lösen, muss ich sagen, Chapeau, also das lief heute gut. Ich denke, da kann sich keiner beschweren. So, dann bedanke ich mich mal wieder fürs Reinschalten, ruhig bewerten und ruhig Kommentare hinterlassen, wie es euch gefallen hat. Schreibt auch ihr, ja, ich atme Luft, wenn ihr Luft atmet, in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns dann, ich möchte sagen, vielleicht morgen mal gucken, wie es wird. Aber wir sehen uns zeitnah wieder. Bis dahin, Tschüssikowski.